Anderes wird man wahrscheinlich von Yannick Schetti hören, Jugendsprecher der NEOS. Ich möchte vielleicht schon noch direkt replizieren auf den Kollegen Brandweiner. Lieber Lukas Brandweiner, wenn du sagst, es handelt sich bei der Bezahlung von Zivildienern um keine Ausbeutung. Zivildiener verdienen 1,50 Euro pro Stunde. Ich weiß nicht, aus deiner Position, ich halte es für so unglaublich abgehoben, sowas zu behaupten. Natürlich ist es ein unglaublich niedriger Lohn. Und aus deiner Position das zu sagen, das halte ich für wirklich dreist. Wir haben als NEOS ja bereits gestern in der Aktuellen Stunde die massiven Herausforderungen für die Jungen allgemein thematisiert. Und die Regierungsparteien haben das abgetan, als ob es die Probleme gar nicht gäbe. Und wenn es nach der ÖVP geht, dann gehen die Kinder und jungen Menschen ja alle gleichermaßen als Computerexperten, Bananenbrot backend und überhaupt als Zeit- und Selbstmanagement-Profis aus dieser Krise hervor. Und die Kollegin Plackholm hat gestern überhaupt gemeint, Lost Generation, das ist alles ein Blödsinn. Also alle Zahlen, Fakten und Evidenz, die wir da vorgebracht haben, wurden einfach weggewischt. Aber bevor diese Kinder und Jugendlichen, die dank der Corona-Krise also durchorganisierte Computerprofis sind, ohne Probleme ins Berufsleben starten können oder eine weiterführende Ausbildung beginnen, kommt für junge Männer eben noch die Wehrpflicht oder der Zivildienst, also ein Zwangsdienst mit einer Dauer von 6 bis 9 Monaten noch dazu. Und wie wir als NEOS, als liberale Partei, ja grundsätzlich zu Wehrpflicht und Zivildienst stehen, ist kein Geheimnis, aber das steht jetzt und auch vor allem während der Krise nicht zur Debatte. Außer Frage steht auch, dass Zivildiener, um die es hier heute geht, im ersten Lockdown als außerordentliche Zivildiener einen unglaublichen Einsatz für die österreichische Bevölkerung gezeigt haben und zusätzliche 3 Monate an vorderster Front gegen die Ausbreitung der Pandemie gekämpft haben. Für einen Lohn, ich wiederhole es nochmal, von 1,50 Euro, weil ich mir denke, dass du, Lukas Brandweiter, und viele Kolleginnen und Kollegen für diesen Lohn nicht arbeiten würden. Ich weiß, was es allen Zivildienern zu dieser Zeit, die im Einsatz waren, egal ob regulär, freiwillig oder außerordentlich, abverlangt hat, diese Zeit während der Pandemie im Einsatz zu sein. Und heute stehen wir hier und diskutieren einen Antrag der Regierung, der mir nichts, dir nichts die Verlängerung der Möglichkeit zur Einberufung des außerordentlichen Zivildienstes bis Ende August 2021 vorsieht. Und das, obwohl Ihre PR-Aktion im Frühjahr dermaßen gefloppt ist, dass sich der VfGH mit massenhaft Individualanträgen beschäftigen muss. Ich frage mich, ob Sie sich überhaupt noch spüren, wenn Sie sowas machen, ja, und so still und heimlich durch den Ausschuss boxen wollen, indem Sie das Damoklesschwert für junge Menschen für weitere 8 Monate verhängen. Sie können also problemlos, wenn es eh nur um die Lebenszeit junger Männer geht, mehr als 8 Monate vorausplanen, wo Sie sich sonst nur von Pressekonferenz zu Pressekonferenz handeln. Aber vor allem liefern Sie keine Begründung für die Verlängerung, keine Rahmenbedingungen und keine Klarheit. Sie sagen uns nicht, sollen die außerordentlichen Zivildiener zum Beispiel nur zur Unterstützung bei den Corona-Impfungen eingesetzt werden? Oder was muss genau eintreten, damit der außerordentliche Zivildienst beansprucht wird? Oder wird er nur dann beansprucht, wenn man eine PR-Abwehraktion starten möchte, weil irgendjemand aus der ÖVP gerade schlechte Presse hat? Und was bedeutet das eigentlich für die betroffenen jungen Männer, die genau wie im Frühling auch eine Ausbildung anfangen wollen, die ins Studium quer einsteigen wollen, die eine Job- oder Praktikumszusage haben oder die vielleicht auf das Geld angewiesen sind, um ihre Miete zu bezahlen, weil sie für dieses Geld, ich habe es schon angesprochen, für diesen Hungerlohn eines Zivildieners sich ihren Lebensunterhalt nicht leisten können. Und was mich an dieser Gesetzesänderung so stört, ist, dass Sie so leichtfertig eine Zwangsmaßnahme verlängern wollen, die einen massiven Einschnitt in das Leben der Betroffenen bedeutet und Sie absolut unzureichend begründen. Ich habe den Kollegen Brandweiner akustisch gar nicht verstanden, weil er so leise geredet hat und das alles so still und heimlich durchboxen wollen. Das halte ich für wirklich unverschämt. Und wenn Sie das vorhaben, dann kündigen Sie es wenigstens rechtzeitig an. Und deswegen bringen wir heute auch einen Entschließungsantrag an, weil wir einnehmen, dass Sie das hier durchpeitschen werden. Und zwar der Abgeordneten Yannick Schetti, Kolleginnen und Kollegen, der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Landwirtschaft, Region und Tourismus, wird aufgefordert, klare Rahmenbedingungen zu schaffen und rechtzeitig zu kommunizieren, wann Zivildienste mit der Verlängerung ihres Dienstes in welchem zeitlichen Ausmaß rechnen müssen. Wenn Sie das schon machen, dann kommunizieren Sie wenigstens klar und respektvoll gegenüber den jungen Menschen. Yannick Schetti, Jugendsprecher der NEOS, vermisst eine Begründung und Rahmenbedingungen für die Verlängerung des außerordentlichen Zivildienstes.